Ja, machen wir den noch mal platt. Was zum? You're doing it wrong. Oh Gott, ich treffe den. Nein, nein. Jetzt weiß ich, warum das hier eine Irrenanstalt ist. Nein. Nein, einfach nein. Brennen. Warum? Warum zuckt der? Was ist los mit den Leuten hier? Da ist ein Bär in der Luft. Da. Da. Oh Gott. Ja. Oh, tschüss. Alter, was ist hier los? Was ist so ein Dreck, ey? Bis aber bis euch. Natürlich schon sofort gesehen. Veteran, ja. Tschüss. Ich gehe mal da rein, das glaube ich. Oh, Mann, was ist hier heute los? Hi. Du siehst aus, als könntest du einen Hund gebrauchen. Der beste Freund des Menschen, oder? Warum Piper. verkaufst du sie? Ach, ich will Sie? eigentlich gar nicht. Aber ich liebe Hunde und muss irgendwie Geld verdienen. Also züchte und verkaufe ich sie. Es geht mir mal wochenlang schlecht, wenn ich einen Piper, ehrlich? habe. Aber dann gibt es einen neuen und es geht von vorne los. Ah, Wir sind im meinetwegen. Geschäft. Ach ja? Wirklich? Ich meine, sie ist wirklich toll, verstehe Irgendwie ist mich ein nicht Haken daran, ne? falsch. Ich Piper, werde ehrlich? sie nur nicht an jemanden verkaufen, der sich nicht gut um sie kümmert. Verkaufst du deinen Hund jetzt oder nicht? Nun, ja, aber wenn es soweit ist, habe ich Probleme, sie loszulassen. Ich hänge an ihnen, weißt du? Du entscheidest. Du hast schließlich angeboten, den Hund zu verkaufen. Schon vergessen? Ja, ich weiß, es ist nur. Wenn es so weit ist, fällt es mir immer schwer, die Tiere wirklich abzugeben. Ich will sie nicht an jemanden verkaufen, der sich nicht gut um. Vergiss es. Oh, okay. Dann bis später. Aber ganz mal aufhören, immer vor meiner Nase rumzulaufen. Alter, die geht mir ein bisschen auf den Nerven. Immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Du Blöde! Hat die die umgeworfen und. Boah, ey. Du Blöde! Kam die auf einmal so und hat die umgehauen, ey. Ich hab mich voll erschreckt. Hört sich gut an. Ich nehme Meinetwegen. eine. Ich hab genug. Hervorragend. Ich nehme dein Geld und du bekommst die Kreditkarte. War toll, mit dir Geschäfte zu machen. Sag's deinen Freunden. Parker Quinn, selbe Ecke, jeden Tag. Volltrottel. So. Was geht? Bitte, tu mir nicht weh. Alles in Ordnung. Du bist in Sicherheit. Direkt Close-up. Danke. Ich bin Emilia Stockton. Ich bin kein Sünd. Oh Gott! Was war das?
Ich glaube dir. Ich will, dass dieser Albtraum aufhört. Was Vater, zum Teufel? Der alte Stockton. Er wird dir eine Belohnung geben. Oh Gott. Lass Gott. Mich raus. Guck weg. Oh Gott. Das war nicht schön. Da kam Memorial Bridge. Okay. Oh Gott, was so? Was? Oh. Hallo. Okay. Ich bin der König der Welt. Oh nein! Hört sich jetzt mal nicht ein. Ich wollte mal meinen Fatman sehen. Ich habe noch alle meine Gliedmaßen, okay. Okay, mach mal wahr. Was zum? Ah, schön. Flieg und Sieg. Warum? Ah, okay. Entschuldigung, MacReady. Oh. Gott, was? Boah. Geil. Oh, flieg. Und flieg, flieg, nein, verdammt. Das über mich wacht hier. Ich taufe dich auf den Namen Princess Twilight Sparkle. Nur ohne Horn und Flügel. Okay. Und tschüss. Oh mein Gott. Das ist so geil. Und ich habe nur einen Schuss verbraucht. Oma sagt, dass ich ein Fass ohne Boden bin, wenn es hallo, Katie. Geht. Möchtest du den Schülern jetzt eine deiner Geschichten erzählen? Jo. Ja, würde ich gern. Wunderbar. Die Kinder sind so aufgeregt. Kinder, Kinder, hört bitte zu. Wir haben heute einen Gast, der uns Geschichten über das Commonwealth erzählt. Hast du schon mal gegen eine Todeskralle gekämpft? Nur mit einer Pistole und drei Kugeln bewaffnet. Wirklich? Raider hatten das Museum umstellt, in dem sich mein Freund Preston versteckt hatte. Ich musste sie alle mit bloßen Händen töten. Nur mit den Händen? Wirklich? Preston hatte solche Angst, dass ich den Rest der Raider alleine mit einem Billardkö besiegen musste. Unmöglich. Mit einem Billardkö? Was? Der ist doch, glaube ich, auch jetzt ein Begleiter. Ja, was wäre, wenn ich den mitgenommen hätte? Als die Todeskralle rausgekrochen kam, schnappte ich mir eine der Pistolen des Raiders. Aber die hatte nur drei Kugeln. Ich wäre weggerannt. Ein Schuss in jedes Auge und einen in die Stirn. Dann war die Todeskralle erledigt. Wow, du kannst echt gut schießen. Vielen Dank für die Geschichte. Kinder, bedankt euch. Danke. Und wir möchten uns mit diesem kleinen Geschenk bedanken. Hier. Ah, ja. Bleiben wir bei der Geschichte. Ich dachte, der ewig, also. Was? Ich bin tot, oder? Was?
Was?